be round. Round a champion, a champion. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Wir haben es mittlerweile schon kurz nach 1:30. Der Tag verfliegt heute. Ich habe keine Ahnung, wo er geblieben ist. Aber, wir sind alle wieder krank, beziehungsweise Ralf geht es schon ein bisschen besser, aber Hayley hat wieder das volle Programm. Ich habe das volle Programm, ich habe wieder, Halsschmerzen, meine Nase ist komplett dicht. Habe gerade schon ein bisschen Nasenspray genommen und habe auch bei der Apotheke schon für Proviant gesorgt sozusagen. Also ich nehme immer diese Kochsalzlösung von Olynt, glaube ich. Und sorry, dass es so ein bisschen dunkel ist, aber wir sind eben auch erst nach Hause gekommen, haben sofort uns zwei Brötchen gemacht, weil wir so einen Hunger hatten. Ralf war ja auch mit und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was in diesen Wartezimmern los ist. Es war proppevoll. Also seit wir zum Kinderarzt gehen, haben wir es noch nie erlebt, dass es so voll war, wie es jetzt voll war. Also wirklich jedes Kind hat aus dem letzten Loch geröchelt. Alle waren krank, auch die Erwachsenen haben da gehustet und geschnupft und ich war mit Heidi dann die ganze Zeit hauptsächlich draußen und an der frischen Luft. Das habe ich gedacht, muss ja jetzt nicht sein, dass alle 10 Kinder da im Raum sich gegenseitig noch ihre Bakterien anhusten. Und der eine, der war fix und fertig, der Bengel. Ich glaube, der hatte richtig Keuchhusten oder der hat geröchelt. Wir dachten jeden Moment, ey, der fällt gleich um. Also ganz, ganz schlimm und sowas wünscht man ja echt kein Elternpaar, dass sie sich so quälen müssen, die Kiddies. Auf jeden Fall, Hayley und Ralf sind jetzt gerade drüben. Wir haben, wie gesagt, gerade gegessen und jetzt spielt er kurz noch mit ihr. Und ich werde jetzt einmal kurz den Grundschliff hier machen. Also jetzt nicht großartig alles penibel, sondern einfach nur, dass der Grundschliff drin ist, weil wir heute Morgen das Haus wirklich so verlassen haben, wie wir es katastrophal hinterlassen haben. Und dann geht Hayley gleich einmal schlafen. Ich muss noch ganz, ganz viele Bürosachen erledigen und vor allem auch den ersten Family Vlog zur Daily Vlog Woche schneiden. Dazu bin ich auch noch nicht gekommen. Unser Krankheitsverlauf steht uns da so ein bisschen im Wege. Aber gut, wir kriegen da schon alles hin. Bis 19 Uhr habe ich ja noch Zeit. Ralf geht morgen wieder arbeiten, aber jetzt war ich beim Arzt und jetzt sind wir auch glücklich, dass wir das gemacht haben. Ich bin lieber der Freund einmal mehr zum Arzt als einmal zu wenig, und gerade wenn auch das Wochenende vor der Tür steht. Aber gut, ich werde jetzt einmal die Kamera zur Seite legen und dann filme ich nachher einfach weiter und werde jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, ne? Also, bis später. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see. Mann, dieser Strubbelkopf hier von Mama. Was ist das hier? Motte, viele Haare wie Motti. Hallo. Wir haben es jetzt 17.30 Uhr und Hayley und Papa haben eben fast 2,5 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Was ist da, Engel? Da ist doch gar nichts. Und ich habe den ersten... Wow! Den ersten Vlog zur Daily Vlog Woche geschnitten, ganz entspannt, hupala, und auch hochgeladen und auch schon das Thumbnail gemacht. Also das ist jetzt komplette Tutti abgehakt und das war mal richtig entspannt, sich nur darauf zu konzentrieren. Weil sonst mache ich das ja nebenbei, oh, das gibt es nicht, ne? Wie so eine Antenne, ey. Während ich noch auf Hayley aufpasse. Auf jeden Fall... Ja, was habe ich denn vorhin erzählt? Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt, weil es sind ja schon einige Stunden wieder vergangen. Hayley hat ein Mundgel bekommen, weil sich herausgestellt hat, dass sie eben durch das Antibiotikum einen Pilz bekommen hat. Und jetzt muss ich ihr 4-mal am Tag dieses Gel, also 1 Milliliter, das ist ein Wauwau, so auf die Zunge verteilen mit dem Finger. Eine Ente.
Da. Ein Erdmännchen, mein Schatz. Da. Ein Kugelfisch. Und Motte ist jetzt gerade auch wieder voll in ihrem Element, topfit. Sie hatte ja gestern Fieber, das hat sie gut ausgefiebert. Also so ab 3-4 Uhr habe ich nochmal was von ihr gehört, aber da hat sie nur so ein bisschen geträumt und ich glaube ein bisschen aufgeschrien wegen ihren Zehen. Und Fieber war aber komplett weg. Ich musste gestern auch während Dschungelcamp lief nochmal rein, weil sie halt ein bisschen unruhig war, aber es ist ja auch kein Wunder, wenn sie so hoch Fieber hat. Und dann habe ich nachher zu Ralf gesagt, komm, ich bleib liegen, weil ich mich selber auch nicht so gefühlt habe. Und Ralf hat gesagt, ich komme auch mit ins Bett und hat das dann aufgenommen. Und dann gucken wir das gleich, bevor die neue Dschungelcamp-Folge losgeht. Ja, super, das ist perfektes Timing. Ich wollte euch nämlich noch zeigen, was ich für Motte im Sale ergattert habe. Das packe ich immer hier ins Bett, damit ich das dann noch waschen kann. Ich hole das mal einmal kurz hier alles raus. Ich nicht reden. Ihr wisst, zack. Wolltest du schon als erstes zeigen, was du gekriegt hast, mein Schatz? Hoppala, ich muss auch gleich unbedingt einmal durchsaugen. Ne? Ich hasse das Gefühl, wenn nicht durchgesaugt worden ist. Und ich liebe das Gefühl von einem frisch abgesaugten Teppich. Total hier, ne? Aber vielleicht kennt das ja einer von euch. Also ich zeige euch jetzt mal einmal, was wir Motte gekauft haben. Weil Ralf war ein paar Tage zuvor, letzte Woche nämlich beim Zara und hat da auch 2-3 Teilchen gekauft. Und ich war bei Ernstings Family. Genau, das zeige ich als allererstes. Und zwar habe ich gekauft ein Langarm-Shirt in Anthrazit mit einem super schönen Paillettensternchen vorne drauf. In Größe 86 sind alle Klamotten für 3,99 Euro. Dann das gleiche, damit spielt Hayley gerade, das wollte sie euch eben zeigen. Darf ich das einmal nehmen? Auch ein Langarm-Shirt in einem schönen Türkis. Und dann ist da ein Pinguin und ein Eisbär drauf, Sternchen. Auch, nee, Quatsch, noch günstiger, 3,49 Euro. Und hier habe ich gedacht, wird super passen, diese petrolfarbene Hose hier. Die hat sie schon in lila und auch in weiß. Das ist so eine Samthose. Und hier, haltet euch fest, 1,99 Euro. Also das ist ja nun wirklich ein Schnäppchen. Und da konnte ich auch nicht Nein sagen und habe gedacht, komm, das sieht bestimmt total süß aus, wenn sie das in Combination anhat. So denn quasi, ne? Genau. Hayley versucht neuerdings immer selber in die Hosen zu steigen. Dann habe ich hier eine Leggings, eine ganz normale Standard-Leggings. Ein bisschen ja, mit so Kuschelstoff innen drin. Hat gekostet auch 1,99 Euro. Und die gleiche in meiner Lieblingsfarbe, was Kleidung angeht. Ich finde ja, Khaki ist eine super schöne Farbe. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich mag die so gerne. 1,99 Euro wieder. Und dann habe ich zugeschnappt, und zwar habe ich diese Hose hier entdeckt. Die finde ich ja so schön von Ernstings. Das sind die richtig dicken Mädchen-Leggings mit einem richtig dicken Kuschelstoff. Also im Gegensatz jetzt zu diesen ganz normal schlichten hier. Um euch das mal einmal zu zeigen, wartet mal. Oh, ich stelle mich hier aber auch gerade schon wieder doof an. So, jetzt kann man den Vergleich, glaube ich, ganz gut sehen. Hier von innen sieht man kaum was und hier ist richtig so ein Kuschelmuschelstoff. Und die war reduziert von 7,99 Euro auf 5,99 Euro und dann in so einem dunkelblau-grau gestreift. Die gleiche Büchse, ja, 5,99 mit diesem Muster, rosa und pinkfarbene Herzchen drauf. Dann hat sie bekommen einmal ein Dreierpack Strumpfhosen in dunkelblau. Und die anderen beiden waren jeweils einmal grau und rosa, aber mit so Sternchen drauf. Die haben gekostet 8,99 Euro zu dritt. Und wieder mitgekommen ist dieser Schlafanzug, den hat sie, glaube ich, schon fast in jeder Größe mittlerweile. Was hast du da für ein Krümelchen? Zeig mal her, was ist das? Keine Ahnung, irgendein Papier. Das ist Paul, muss man mal gleich mal einmal hier durchsaugen. Ne? Das sieht hier auch aus. 5,99 Euro, das ist der mit dem Fuchs. Werdet ihr bestimmt auch ganz oft in Vlog mitgesehen haben. Pink gestreift. Hey, was geht ab? Und dazu gehört nämlich auch diese graue Hose. Und ich ärgere mich total, es gab noch einen in 86, dass ich den nicht mitgenommen habe, weil Schlafanzüge, finde ich, kann es nicht genug geben. Und jetzt kommen wir schon zu den Sachen, die Ralf von Zara besorgt hat. Diese ultra süße Jeans hier mit diesen Fransen unten. Und dann steht hier Love, Play with Friends and Have Fun. Total süß. Legst du das schon wieder zusammen, Hase? Mama hilft dir gleich mal. Und die war reduziert. Nee, die war gar nicht reduziert. Die hat er so gekauft für 17,95 Euro.
Und die hat richtig schön so einen Stretch-Anteil. Das finde ich immer sehr wichtig bei Hosen. Und dann hat er ja wohl den Knüller abgeschossen. Und zwar diese coole Pumphose hier in Grau. Die war im Angebot für 7,99 Euro. Und was ich so cool finde, sind einmal hier diese Bündchen hier. Und dann, was natürlich noch cooler ist, die Katze, die aus dieser Beuteltasche rausguckt. Einmal ihr Schwänzchen und dann glitzernd Miau. Und hier der Kopf, ihre Schnurrbarthaare und so. Auch mit Glitzer. Ich finde die so geil. Und die ist schön dick, also ultra gemütlich. Werde ich morgen gleich waschen. Und dann, hoppala, habe ich nochmal einmal Anti-Rutschsocken gekauft. Deswegen bin ich eigentlich zu Ernstings reingeflitzt. Und die haben gekostet 4,99 Euro. Und das ist jetzt auch schon Größe, zeig mal Schatz, 86,92. Und das ist es gewesen. Ne, Engel? Ja, Mama packt das wieder weg und dann müssen wir einmal Nase schnuddern. Ralf macht jetzt gerade Hayley Bett fertig und ich werde jetzt einmal kurz bei H&M shoppen, denn momentan gibt es 10% Rabatt auf alles bis zum 22.01. Und Hayley hat quasi keine Kurzarmbodies und Langarmbodies mehr, also so Basic-Klamotten braucht sie. Meine Freundin war so eine Liebe und hatte uns letzte Woche, als wir das so schlimm hatten mit der Mittelohrentzündung, wo ich jetzt nicht gerade mit ihr raus zum Shoppen gehen konnte, hat sie erstmal von ihrer Lütten uns die Sachen in 74,80 gegeben. Ach, die hat so einen Sprung gemacht, das passt ihr schon alles gar nicht mehr. Da sind 3-4 Bodies bei, die ihr passen. Den Rest habe ich schon wieder zusammengelegt und kann ihr den quasi schon am Wochenende wiedergeben, den Klamottenberg. Und jetzt werde ich auf jeden Fall alles in 86 einmal kaufen. Ich liebe es, wenn H&M diese Rabattaktion macht, weil ich bin ein Sparfuchs. Und ich werde jetzt gleich meine Geburtstagswunschliste einmal weiter aufschreiben. Denn Ralf fragt schon ganz dringend, was ich denn jetzt haben möchte, sonst hätte er was anderes gekauft. Ja? Mach mal eine Futterpause. Sehr gerne. So, ich bin auch wieder am Start. Wir haben jetzt gerade nochmal Fieber gemessen, 37,3, das sieht gut aus. Und auch so ist sie total gut drauf, hat auch gut gegessen und ich werde jetzt auf jeden Fall shoppen. Yummy! Ich muss heute sogar mit Metalllöffel essen, weil das so steinhart ist. Aber lecker. Ich bin jetzt heiß geduscht, ist auch gut, ne? Ich war heiß duschen, weil ich so Rückenschmerzen habe und auch diese warme, feuchte Luft.